Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro Exodus hier bei Heisenberg Zockt. Natürlich wieder mit Kamerakind Harry. Hallo zusammen. Und mit Kollege Heisenberg. Und ja, jetzt Harry hat endlich sein Bäuerchen fertig. Jetzt können wir weiterspielen. Na, man will ja auch vorbereitet in eine Aufnahme reingehen, oder? Man rülpst ja nicht irgendwie in die Zuschauer rein. Nein, also, Gottes Willen. Da gibt's Beispiele, die das machen, aber ja, dazu gehören wir dann doch nicht. Jetzt, es ist eine neue Aufnahmesession. Jetzt haben wir zum Glück gerade nochmal gelesen. Wir sind eigentlich auf der Suche nach Crest. Und das ist irgendwie einer, der den Zug reparieren könnte und der ist irgendwo an den Docks oder irgendwie sowas stand da. Irgendwie am Hafen, ja. Ja, jetzt haben wir aber hier noch Duke und der hat uns ja eigentlich zu den Flugzeugen geschickt. Also gehen wir jetzt mal. Jetzt geht das wieder los. Zum Flugzeug? Wie komme ich da wieder raus? Hallo? Escape? Ha! Tja. Ja, aber wie habe ich denn, oh, da sind Viecher. Wie habe ich das denn eingestellt? Ich weiß es gar nicht. Rasen. Denke an dein Journal, drücke M, um dir die Karte und dein aktuelles Ziel anzusehen. Können wir schnell machen, auch wenn wir wissen, wo wir hin müssen. Wobei, jetzt geht es da erstmal zum Fragezeichen und danach geht es da unten zum Kreuz. Anna fehlt ja in dem Sinn auch noch. Okay, das ist nichts. Ich weiß auch nicht, was hier ist. Ja, ein Flugzeug halt. Wahrscheinlich eine Nebenquest, habe ich so das Gefühl, dass man hier irgendwas findet. Keine Ahnung, was man brauchen kann. Kann gut sein, dass im Flugzeug oder so etwas auf uns wartet. Ja, mal die Waffe zücken, wieso nicht? Ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Geladen haben wir auch. Wenn er nicht denke funktioniert, schon, dann müssen wir wohl geladen haben. Mhm. Den können wir hier noch kurz plündern. Sehr gut, da können wir nämlich wieder Sachen basteln. Das möchte ich eh schnell machen. Wo war das? Bei Ivy Inventar. Genau, dann holt er sich den nach vorne und dann kann man nämlich schnell gucken. Wie ging das gleich nochmal? Moment, hier. F zerlegen, herstellen. Wir stellen mal her. Wie viele haben wir von den Teilen? Eins. Da machen wir mal nochmal mehr. Da haben wir noch 13 Minuten. Machen wir 15 draus. Und was ist das? Das ist beides wahrscheinlich. Da haben wir noch Waffen, Wurfmesser. Und das sind Köder, glaube ich. Kann das sein? Jawohl, Köder. Ja, die haben wir ja auch schon geschmissen. Ja, lassen wir mal. Genau. Bei der Lok war das. Hat gar nicht wirklich richtig funktioniert, aber geklappt hat es dann doch. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ach ja, mit Tab. Ist ja logisch. Wenn genau, man hier reingeht, genau. Haben wir ja gesagt, das ist ja komplett nachvollziehbar. Aber da schwimmt schon wieder irgendwie so ein, so eine Aushilfskaulquappe. Eine leicht mutierte. Ja. Hallöchen. Oh. Der Pilot sitzt auch schon länger hier. Du hast eine Verbesserung für deine Ausrüstung aufgenommen. Suche eine Werkbank, um sie zu montieren. Okay, dafür brauchen wir dann eben eine Werkbank. Ja, okay, ich würde mal sagen, guten Flug. Die sind hier alle irgendwie nicht mehr wirklich, aber die kann man natürlich alle looten. Das ist relativ angenehm. So können wir dann immer wieder Sanitätssachen herstellen. Tonband? Kann ich das irgendwie abspielen? Aha. Die haben ein bisschen zu lange gewartet. Je weiter, dass sie nachher hinten gelaufen sind, dachte ich, warum wird das denn immer leiser? Kann man das nicht irgendwie... Ja, irgendwie ist es ja logisch, wenn natürlich das Gerät da liegt, aber das hätte man schon so machen können, dass man das auch ja hinten noch hört. Also ja, irgendwie, ja. Weil es war ja man hört es ja generell nicht wirklich sehr laut. Es war ja wirklich auch grundsätzlich eigentlich schon zu leise. Haben wir hier vielleicht eine Werkbank? Nein, wäre komisch, hier im Flugzeug drin eine Werkbank zu finden. Aber wer weiß. Licht aus. Schlafen müssen wir nicht. Okay, das gab's war's da nicht dann, glaube ich, schon. Gab es da nicht vorne auch noch mal was? Ja, einen toten Piloten. Da links bei dem Pult, oder? Hier. Das ist rechts. Das rechts, okay. Das andere links. Nee, das habe ich schon hier. Mal. Ah, hast du schon, oder? Ich habe so eine dezente Links-Rechts-Schwäche. Ah, okay. Na, da war das. Ja, da ist das wieder das Ding. Das können wir uns nochmal anhören. Ja, dann, nee. Oh, Moment. Mach's nicht besser. Oh, ein Aufsatz.
Oh, oh ja, schau mal einer an. Das hat sich aber doch noch gelohnt. Nochmal hierher zu gehen. Kann ich hier? Ui. Oh la la. Ist jetzt nicht gerade das Zoom schlechthin, aber ich würde mal sagen, so ein Zweifach-Zoom müsste das dann doch sein. Gut, das kann man natürlich tatsächlich gebrauchen. Die Waffe könnten wir hier auch noch wechseln. Möchte ich aber eigentlich nicht. Wir haben die Pistole, wir haben das Teil, das macht alles Sinn. Ja, Licht an und aus, das Spielchen haben wir hinter uns. Okay, wir gehen mal raus und gucken. War das jetzt alles, was der Duke da im Prinzip für uns hatte? Na, ja, das ist schon nicht schlecht. Okay, ich würde mal sagen, wir gucken mal hier schnell. Da ist immer noch ein Fragezeichen. Drehen mal um das Teil. Falsche Taste. Ja. Ich muss zur Basis zurückkehren und nachfragen, ob Katja und Nastja Miller irgendwas gesagt haben, das uns helfen könnte, diesen Ort hinter uns zu lassen. Das ist das Kreuz. Katja und Nastja. Und das Kreuz ist hier unten. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Richtung. Aber war das denn jetzt tatsächlich alles, was der Duke da für uns hatte? Gute Frage. Ich keine Ahnung. Schnell zurück. Ich glaube, die kleinen Krabbeldinger machen uns nichts. Nee, die sind noch zu klein, wobei man weiß ja nie. Vielleicht sollte man sie doch jetzt schon erschießen, weil wenn die dann wachsen, das ist dann auch schwierig. Haben wir ja festgestellt, im Wasser gar nicht lustig, die Viecher. Nee, definitiv nicht. Nee, der möchte nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal in Richtung Kreuz, würde ich sagen. Es ist ein Kreuz mit diesem zum Kreuze gehen, aber wir machen das jetzt trotzdem. Und ich glaube, ein bisschen aufpassen sollte man trotzdem, weil hier dann doch ungemacht rot von dem ein oder anderen Viech. Ja, ich höre es doch schon. Irgendwas? Ja. Lass ab von diesen Leuten, wo die dann überall hin verschwinden. Ach, ist das eine ungemütliche Gegend? Ja, ne. Also Ferien machen möchte man hier nicht. Irgendwas? Was ist denn das? Schüsse. Sind es Schüsse? Ich meine, wenn wir schon so ein Dingens haben. Das waren doch Schüsse, oder waren das keine Schüsse? Ich dachte erst auch, es wären Schüsse, aber es war ein bisschen eine komische Schussfolge. Oh, die fressen da die Leichen, das ist ja abartig sowas. Pfui. Machen die dann wenigstens uns nichts? Na, die sind beschäftigt. Hoffen wir mal. Wie unschön. Erinnert ein bisschen an die Bugs. Dabei Dingens. Oh, Starship Troopers? Schlafen die, oder? Hilfe! Eise nicht wecken. Ah, Atemschutzmaske, okay. Brauchen wir die? Also, offensichtlich ist es hier wieder verseucht. Sonst stimmt, wir da die Maske was, nicht. Ja, es geht... Geigerzähler. Der Zeiger geht hoch beim Geigerzähler. Ja. Ja, ist im roten Bereich, gut. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht gleich in die Gänge, wenn wir hier... Oder haben die irgendwelche Stangen im Kopf? Also irgendwie, ich glaube, die wurden... Aufgespießt. Aufgespießt. So, wir helfen euch, weil ihr braucht ja die Sachen nicht mehr. Deswegen nehmen wir die mit. Nicht, dass sie noch geklaut werden. Buch. Okay, 12. Juli 2028. Jede Ladung, die man überlebt, ist eine gute Landung. Jede Landung, meine ich. Jede Ladung, die man überlebt, ist eine gute Landung. Aber in meinem Fall, es könnte schlimmer sein. Die anderen drei können sich kaum bewegen. Shura und Nick sind mit Schramm davon gekommen. Nick hat mir eine Schiene gebaut und mein Bein zusammengeflickt. Es tut höllisch weh. Gut, diese ganzen Aufzeichnungen, die sind ja im Prinzip, wie soll ich sagen, die laufen so ein bisschen neben dem Spiel her. Zumindest war das früher bei Metro so, dass man so ein bisschen Einblick bekommen hat in das Leben von den Leuten, die da gelebt haben. Deswegen, wir lesen nicht alles, also ich. Aber wenn ihr das lesen wollt, dann drückt einfach Pause. Und dann könnt ihr nämlich lesen, weil ich ein Momentchen drauf bleibe. So, weil ich glaube, das ist in dem Sinne nicht storyrelevant, weil irgendwie das sind einfach Geschichten, die halt, ja, auch noch passiert sind. Ich muss dazu vielleicht ganz kurz sagen, das habe ich glaube ich aber auch schon mal erwähnt, mir gefällt das halt nicht, wenn in Spielen irgendwie zu viel Text ist, wenn zu viel via Text erzählt wird. Das kann man mit Zwischensequenzen eigentlich machen. Das Problem ist natürlich, Zwischensequenzen kosten Geld. Ja, klar. Also das ist jetzt nicht mal speziell für diesen Fall gemünzt. Das erklärt nur ein bisschen, warum ich das nicht alles lesen möchte. Hm. Da gibt es andere Spiele, die sind viel schlimmer. Ganz klar. Oh. Unsere Lok. Okay, ist das, wo wir hin müssen? Ich glaube, ja. Ich denke. Ja, okay, dann gehen wir doch mal da hoch. Wenn wir das schaffen, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe dann einen falschen Knopf gedrückt. Kann ich euch noch looten oder springt ihr mich dann an? Nee, die springen nie wieder. Was hängt denn hier noch drin? Ach du grüne Neune, guck mal. Was ist denn das? Ein Fuß. Oh, ein halber Mensch.
Oh, was denn? Was? Irgendwas hat, irgendjemand hat irgendwas. Ich glaube, du bist zu nahe gekommen. Das kann sein. Ich hau jetzt einfach mal ab. Ja, genau. In der Not einfach abhauen, das ist immer am besten. So. Gut. Einmal hier rauf. Also bitte nicht falsch verstehen, das mit von wegen Text und so weiter. Wenn mal ein bisschen was steht, das stört mich überhaupt nicht. Mir geht es darum, dass man eine Geschichte in einem Videospiel nicht durch Text erklären sollte. Weil dann kann ich ein Buch lesen. Dafür brauche ich nicht ein Videospiel zu spielen. Das ist hier aber nicht der Fall. Das sage ich gerne nochmal. Weil das sind Geschichten, die einfach nebenher laufen. Gut, so viel dazu. Ich denke, das ist soweit geklärt. Wenn wir jetzt hier schon lang können, dann mache ich das auch. Auch wenn ich weiß, dass wir eigentlich zur Lokomotive sollten. Kleine so. Kletteraktion. Ja, ja. Auch hier ist doch meistens irgendwie noch was drin. Denkste. Komme ich hier rauf? Jawohl. Bisschen die Aussicht genießen. Cool. Da könnte man aus. Im Prinzip theoretisch überall natürlich noch hin. Da vorne müsste man hin. Das ist aber so riesig, das Gebiet. Jetzt ist halt die Frage, möchte das Spiel, dass wir hier schon mal überall rumgehen? Oder gehen wir dann hier sozusagen rum, nachdem wir bei der Lok waren? Und die uns dann entsprechend irgendwie noch sagen, wo wir hin sollen. Komme ich hier irgendwie? Würg, würg. Nein, geht nicht. Aber hier geht's. Ich gehe jetzt sicher mal hier zumindest zum Ende der Strecke hin. Schienen kaputt, da fährt kein Zug mehr. Irgendwie reizt es einen ja schon. Wobei, doch, guck mal, das geht ja ewig weit. Naja, da sind wir ja hergekommen. Mhm. Wir sind ein Weilchen gefahren. Wir sind 776 Kilometer von Moskau entfernt, glaube ich. Aber warum haben wir denn jetzt wieder die Gasmaske auf? Das ist ja irgendwie schon. Dann sind eben die doch Strecke nicht zurücklaufen, oder? Ja, ich mache jetzt mal. Okay. Da, du weißt nicht, was da hinten ist. Das, in so Moskau? So viel Zeit müssen wir haben. Ja. Irgendwann dann. 700 Kilometer oh, dann halt. Eine Brücke. Eine Brücke, schau ein an. Ein Brückchen, wollte ich sagen. Wir haben ja Zeit. In dem Spiel ist, das ist ja nicht ein Survival-Spiel, von wegen, wo man jetzt plötzlich dann irgendwie Hunger leidet oder verdurstet. Nein, wir können hier tatsächlich lang. Ich sag, ein Zug kommt. Nee, der Geigerzähler. Ja, aber da müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Also, okay, ich geb's auf, weil das ist mir zu gefährlich. Bevor wir dann hier irgendwie, er macht eh schon komische Bewegungen, guck mal. Ja, seine linke Hand verkrampft sich. Links sieht nicht ist sehr da. Gesund aus, irgendwie. Gefällt mir nicht. So, hier unten. Aber ich guck noch mal kurz. So, wenn wir schon. Cool, mit Flare-Effekten noch im Zielfernrohr. Ja, ich würde halt schon gern irgendwie. Da haben wir noch einen Turm. Sollen wir mal zum Zug gehen und dann nehmen wir das sozusagen mit für die nächste Etappe. Das ganze Spiel ist ja so gemacht, das ist, wie soll man sagen, ein geleveltes Open-World-Spiel. Also sprich, man hat zwar Levels, aber in diesen einzelnen Leveln, ja, da ist halt Open World, da kann man rumrennen. Nur ich weiß jetzt nicht, was das Spiel eigentlich möchte. Möchte das Spiel jetzt, dass wir da auch noch gucken? Zum Beispiel hier hinten oder hier? Und der deswegen, kann ja eh nicht schwimmen. Stimmt, wir können ja gar nicht schwimmen, aber ich kann hüpfen. Da müsste man doch, oh, und überall. Ja, puh. Okay, wir gehen zum Zug. Das ist ein Versuch wert. Lange mein Gott, Rede, aber kurzer Sinn. Nein, bevor wir nasse Füße kriegen. Nein. Nasse Füße wären noch okay. Ja, nee, die Sachen trocknen so schlecht, wenn es so kalt ist. Ja, das stimmt. Okay. Das gefriert dann und das gibt genau, kalte Zehen und überhaupt. Ja nicht. Und so, hallo Freunde, da sind wir wieder. Da kommt unser Artyom vom Abgrund der NATO mit der Hallo Anna. Ja. Beeindruckend, nachdem Duke von all den Schrecken berichtet hat. Lass uns gehen. Papa spricht gerade mit Katja. Sie sind so nett. Sowohl Katja als auch ihre Tochter. Und Katjas medizinische Ausbildung könnte nützlich werden. Danke. Okay, das sind die beiden aus dem Haus. Mhm. Aber ich habe noch eine Frage. Nun schübst mich doch nicht. Natürlich. Was weißt du von den Besatzungstruppen? Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was sie... Also hast du nie irgendwelche fremden Soldaten hier gesehen? Nein, ich habe keine Soldaten gesehen. Wir waren allerdings auch nicht an den wichtigen Orten. Ich verstehe. Artyom, einen Moment. Jo. Vielen Dank. Was nun? Ohne dich wären wir diesem Ort nie entkommen. Wir waren so damit beschäftigt, nach dir zu suchen. Und dann holte Anna uns ab. Ja, dann hat das ja gut geklappt.
Vielen Dank. Und deine Frau ist echt klasse. Ja. Sie ist so nett und total stark. Danke sehr, Tante Anna. Ja, deswegen hat der Onkel Tante Anja geheiratet. Ich sag dir immer, dass du froh sein kannst, mich zu haben. Wir können alle froh sein, Anna zu haben. Sie ist extrem zielsicher. Jetzt wünschte ich nur noch, dass deine Mama auch mit uns kommen kann. Mit einer echten Krankenschwester könnte uns niemand mehr aufhalten. Katja, Nastja, nehmt euch jetzt einen Scherzkeks. Seid nur schüchtern. Danke. Aber wie das halt alles lebt, das ist schon krass gemacht. Weil wir hätten ja schon lange weglaufen können. Dann haben sie das umsonst programmiert. Sowas finde ich immer sehr, sehr, vom südlichen sehr, sehr cool. Ural. Vor ein paar Jahren hörten wir, dass es an der Wolga einen tollen Ort geben solle. Also brachen wir auf. Wer hätte ahnen können, dass diese Fanatiker jetzt hier sind? Angeblich ist es hier früher sehr schön gewesen. Ja, bist du mit deinem Mann hergekommen? Wir waren 15, aber nur Nastja und ich haben überlebt. Das tut mir leid. Hey, warum bist du so traurig? Schmeckt dir der Tee? Ich lauf immer auf die Kleine zu ziehen. Ich wollte schon mal gucken, ich dachte, ihr habt einen Gameboy oder so, aber... Ja. Nee, was ich mir... Sorry, wenn wir das jetzt hier unterbrechen. Was ich mir die ganze Zeit denke, die haben die Gasmaske gar nicht auf. Nee. Okay, wir wischen sie uns mal auf grün. Wie kriege ich denn die Gasmaske? Erstmal nur erwischt. Lebe ich noch? Nicht vorschnell handeln. Aber warum mussten wir die da unten anziehen? Hast du die Besatzungstruppen schon gefunden? Pack sie am Schwanz, wenn du sie siehst. Ja. Machen wir. Eigentlich glaube ich nicht, dass auch nur einer von der NATO hier ist. Abgesehen von mir natürlich. Okay. Wir gehen mal eins weiter. Der wollte auch nochmal auf ein Wort. Beziehungsweise er da hinten, Miller. Ja. Der lässt uns nicht vorbei, oder wie? Nee, wir müssen zu Miller. Gut, dass du sie gerettet hast, Artyom. Katja hier hat uns mit wichtigen Informationen versorgt. Ja? Am Hafen versteckt sich ein Mechaniker namens Crest. Wir werden seine Hilfe brauchen, wenn wir die Aurora in absehbarer Zukunft reparieren wollen. Jerma kriegt das nicht alleine hin. Sobald du also bereit bist, gehst du zum Hafen und lädst Crest ein, sich uns anzuschließen. Und dann kommst du sofort zurück. Wir müssen entscheiden, was wir mit den Fanatikern an der Brücke machen. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die Brücke funktionstüchtig ist. Als sie letztes Jahr herkamen, haben sie sie überquert. Nun, zumindest sehen wir jetzt etwas klarer. Aber es gibt trotzdem noch viele Fragen. Unter Umständen sind hier überhaupt keine feindlichen Streitkräfte. Die werden wohl nur die wichtigen Regionen besetzt haben. Verdammt, wie soll ich das bloß hinkriegen? Ja, mit dem Mechaniker. Ich könnte den Zylinder ja auskaufen. Stimmt, ich habe mich geirrt. Wir müssen über die Brücke. Ich wollte gar nicht. Ja, ja, ich eben auch gerade sagen. Ja, über die Brücke sind wir gekommen. Über sieben Brücken und so. Ja, genau. Moskau hat es geheißen. Ja, dann ist halt da hinten Moskau. Unser Pfadfinder. Ich dachte schon, ich hätte keine Orientierung, aber. Ja, ich war auch der in der Schule beim Orientierungslauf nach 7 Tagen aus dem Wald gerettet werden musste. Genau, ich gebe es zu. Nach dem Hungertod. Ja, genau. Ich habe mich von Bären und Bären ernährt. Genau, vor allem von Bären wahrscheinlich. Ich habe Angst, wenn ich jetzt zu ihm gehe, dass er noch weiter erzählt. Ach, jetzt ist Katja wieder was. Das ist eine kleine Labertante, ja. Boah. Leben in der Dunkelheit und sterben auch so. Von Krankheiten geplagt. Das ist schon krass, das Spiel. Egal, wo du hingehst, es lebt. Es ist nicht so, dass die irgendwann fertig werden. Die erzählen weiter. Also man könnte wahrscheinlich alleine hier eine Stunde verbringen. Ja. Den ein bisschen zuhören, dann gehst du wieder irgendwie zu Miller. Miller erzählt ja nochmal was irgendwie da von dem Dienst dahin. Auf jeden Fall werden wir alles in Erfahrung bringen, wenn wir Yamantau erreichen. Und zwar aus erster Hand. Die Moskauer Regierung ist im Grunde nur ein örtlicher Rat, um das mal in Relation zu setzen. Jetzt müssen wir also nur noch herausfinden, wie wir diese gottverdammte Brücke überqueren können. Ja, da fragen wir dann eben den anderen. Hast du noch was? Ich glaube, ja. Du gehst also zum Hafen, um diesen Mechaniker zu suchen? Jawohl! Vielleicht wollte er uns noch einen Tipp geben? Hallo Artyom, du warst großartig. Zumindest sagen sie das alle. Ah ja, ein bisschen Politur fürs Ego. Man tut, was man kann. Haben wir uns hier verschanzt.
haben auf die Besatzungstruppen gewartet, aber bislang gab's nur Geflügel und Vierbeiner. Ja, die haben wir auch gesehen. Nicht so interessant zu sein. So, irgendwie, man fühlt sich immer ein bisschen schuldig, wenn man da die Gespräche verlässt, wenn die noch mitten im Reden sind. Aber auf der anderen Seite, wir haben auch noch ein bisschen was zu tun, so ist es nicht. Ja, ja, ich würde auch sagen, wir müssen wann. Und auf der anderen Seite steht noch Anna. Aha, okay, dem ist die Zunge eingefroren. Nee, doch nicht. Der ist beleidigt. Denn ansonsten sitzen wir hier womöglich fest. Machen wir, wir geben unser Bestes. Langsam so Richtung Crest gehen. Ich habe hier ein Geschenk für dich. Oh. Ah. Ein Tier, wir warten noch kurz. Na, klingelt es? Nö, noch nicht, aber es hat trotzdem Bums. Ja. Und Kugeln lassen sich dafür ganz einfach herstellen. Selbst im Feld. Vergiss nur nicht, den Luftdruck aufrecht zu halten. Sonst könntest du die Kugeln ebenso gut spucken. Das kenne ich aus den letzten Teilen. Du wirst dich nie im Stich lassen. Ich habe mein Bestes gegeben. Also, trage es mit Ehre. Muss ich die tauschen, oder? Und denke daran, hin und wieder vorbeizuschauen. Ich habe ein paar Ideen, wie ich es noch verbessern kann. Ah, cool. Das machen wir. Wie den Luftdruck wir bei den Luftdruck? Druckluftwaffen hoch. Kannst du erhöhen, indem du R gedrückt hältst und mehrfach linke Maustaste drückst. Ich dachte, das muss man gar nicht mehr, aber okay. R. Ja, dann Punkt. Boah, ist jetzt nicht ganz so komfortabel wie die andere Knarre. Haben wir die noch oder musste ich die... Ah, die haben wir eben auch noch. Schön. Cool, weil ich wollte gerade sagen, da hätte mich, das hätte mich gestört, dass wir das Ding nicht haben. Das wäre schade gewesen, ja. Das Zoom. Wer hat was kaputt gemacht? Den muss ich erschießen. Und dann hat der Crest verflucht, sodass er sich am Hafen verstecken muss. Wir gehen mal kurz zu Anja. Zu Anna. Wie komme ich denn jetzt auf Anja? Keine Ahnung. Artyom, gehst du zum Hafen? Ja. Ich muss jetzt Aljoscha entlasten, also kann ich nicht mitkommen. Schade. Seine Hand bereitet ihm immer noch Probleme. Ja. Hm. Alte Kriegsverletzung. Dass Katja Krankenschwester ist einfach perfekt. Das wird es umso leichter machen, Papa zu überzeugen. Ich werde später noch mit ihm darüber reden. Okay, dann würde ich sagen, übrigens, wir gehen mal. Nicht wirklich hier zurücklassen, da bin ich mir sicher. Aber er hat sich so in das Szenario ja, mit die hören aber auch gar nicht mehr auf. Dass er nichts anderes denken kann. Mhm. Also gut. Du erledigst jetzt diese Aufgabe für meinen Vater. Sei nur vorsichtig da draußen. Du weißt, dass ich mir Sorgen um dich mache. Bussi. Und weg. Kleines weg. Küsschen zum Abschied. Jetzt aber flucht, bevor der Nächste wieder irgendwas zu erzählen weiß. Nee, gar nicht hinhören. Ich brauch wir mal rennen kurz jetzt den hier. Und wir wo müssen irgendwie, jetzt müssen wir gucken, wie wir da rüberkommen. Genau. Aber ich würde sagen, das gucken wir in der nächsten Folge. Ich denke mal, mit Hüpfen müsste irgendwie gehen. Oder, nee, hier lang natürlich. Da geht's ja durch. Haben wir jetzt das meiste der Zeit verdattelt mit Zuhören, wie dir ja alle labern? Ja, der Kompass in deiner Notizmappe zeigt ja immer die richtige Richtung. Ja, das wissen wir. Wir verstehen es nur noch nicht. Oder verstehe ich es? Ach so, irgendwie. Okay, da unten, wenn man da unten guckt. Da oben links das Teil, das sagt mir jetzt nicht viel, aber das hier. Das wäre die Richtung. Hier müssen wir lang. Das machen wir jetzt auch mal. Aber ihr ahnt es, nach diesen intensiven Gesprächen brauchen wir erstmal eine Pause. Ja, ihr wahrscheinlich auch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Pünktlich um 19 Uhr hier auf dem Kanal. Selbe Zeit, selber Kanal wie immer. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch von meiner Seite her vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao.